Ihr Landratten, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und heute haben wir dieses schmucke Schiffchen am Start, und zwar den Tier 10 Zerstörer Khabarovsk. Und jetzt geben wir mal Gas, weil der Anfang ist boring as fuck. Und jetzt wird es direkt spannend, weil er offen ist und er hier auch noch am A-Cap am Start ist. Also, schau mal, was hier jetzt so passiert. Prinz Eugen da jetzt im Fokus. Er gleich am Start mit allem, was seine Kanonen so hergeben, und schon ordentlichen Hit da gefangen. Knapp 8.500 Damage hat er da einstecken müssen. Aber jetzt kann er vielleicht mal langsam endlich loslegen. Er steht hinterm Smoke, ist jetzt da safe und kann jetzt auf die Prinz gehen, weil alles raushauen, was er so hat. Und nochmal in Brand gesteckt. Und jetzt hat die Prinz gehen da gar kein schönes Leben mehr. Jetzt muss man auf die Torpedos da aufpassen. Die hat da auch gut schon im Blick. Jetzt mit AP auch nochmal 2800 Damage. Und jetzt ist er wieder sichtbar, hat aber jetzt gerade sogar noch hier die Zerstörung klar machen können. 24.000 Damage. Ja, das Spiel sagt, das ist ein guter Anfang. Das sehe ich genauso. Ein sehr guter Anfang. Die Henry der Vierte ist jetzt das nächste Schiff, was da ihm zum Opfer fallen soll. Natürlich hätte er gern auch auf einem Schlachtschiff da ein bisschen was an Damage, und Friedrich der Große wäre natürlich wunderschön mit ein bisschen Brandschaden zu versorgen. Obwohl er jetzt hier im Rauch steht, bekommt er auch da ein bisschen was ab. Aber den ersten Brandherd konnte er jetzt da legen. Jetzt gibt er da mal ein paar Torps in die Richtung von allem, was da so kommt und noch kommen könnte. Aber hier wird abgedreht, das heißt, die Torps sind eher mal einfach so zum Verscheuchen, denn zum Damage machen. Der Brand und alles ist gelöscht. Das heißt, aktuell bekommt er kein Damage weiter gut geschrieben. Wenigstens haben sie den A- und den C-Cap, also von dem her sind sie entspannt. Das gegnerische Team ein einziges Schiff bisher verloren und sein Team zwei, aber das ist alles noch im Rahmen. So, und jetzt von vier Schiffen da entdeckt. Und gerade hier die Edinburgh, die ist nicht weit weg. Das ist so die Nation, die Art von Schiffen, die man als Zerstörer nicht unbedingt haben will. Man sieht schön, wie er da einheizen kann. Mittlerweile schon bei knapp 71.000 Damage. Also wenn man einmal im Fahrt mit der Khabarovsk ist, dann tut das richtig, richtig weh. Torpedos auf Backbord. Thank you.
Und jetzt nimmt er ein bisschen Gas raus, haut da mal vom A-Cap ab und ja, schaut mal Richtung vielleicht D-Cap rüber, was da so ist. Ich denke mal, durch die Mitte wird keiner kommen. Das ist immer sehr risikoreich. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Also da muss man schon sehr, sehr dicke Eier haben, um da wirklich diesen Weg zu riskieren. Und normalerweise einfach auch nicht wirklich sinnig. Z46, da jetzt in weiter Distanz, knapp über 10 Kilometer, aber er hat sich direkt gut drauf eingeschossen. Ja, und da war es auch schon erledigt. Gegnerische Team, aber immer noch mit einem Schiff führend. Jetzt hier das nächste Schlachtschiff mit der Montana. Und da wäre natürlich jetzt auch wieder ein Brand mehr als wünschenswert. Und da hat er den ersten Brandherd. Montana macht hier noch nichts, löscht auch nicht, denn ziemlich wahrscheinlich durch den Torpedotreffer da jetzt vielleicht noch ein Leck und dementsprechend das gelöscht. Deswegen erstmal hier kein Brandherd. Er ist auf der Kurfürst jetzt drauf. Da dann Brand anzünden können und jetzt geht er wieder auf die Montana, denn jetzt kann er so schnell dann nicht mehr löschen. Wenn er nochmal den Brand anzünden könnte, wäre ideal. Und jetzt hat er den nächsten Brand auf der Montana ausgelöst und ja, das ist jetzt natürlich schöner Damage, den er damit jetzt bekommt. Kurfürst immer noch im Brennen und wir sehen oben jetzt schon bei 115.000 Schaden. Also sobald man mal ein Schlachtschiff anzündet, macht es richtig, richtig Fun. Jo, und jetzt nochmal der Brand. Nice, läuft für ihn. Und der Wahnsinn, wie schnell dieser Damage einfach tickt. Natürlich auch durch seinen Schaden der Projektile. Oder Granaten oder Kugeln oder welchen Fachbegriff ihr da jetzt immer am passendsten fändet. Man muss immer aufpassen, was man so sagt. Maschinenboost aktiviert. Herzlichen Dank. So, jetzt auch noch mal ein paar Torps unterwegs, aber ja, wir sehen bisher schon 316 Treffer durch seine Kanonen, kein einziger Torp und schon 150.000 Schaden fast. Also, den Schaden macht man mit allem, aber nur nicht unbedingt mit den Torps in dem Schiff. Ja, die Treffer haben nicht gesessen. Dementsprechend kann er ein bisschen entspannen. Jetzt zündet er den Rauch und den Nebel, um da wieder auf die Musashi noch ein bisschen Gas zu geben. Denn die nimmt jetzt hier oder will den Cap einnehmen. Und da ist er auf jeden Fall die Bastion, die da dagegen sich stemmt. Kriegt dann nach wie vor lustigerweise noch ein Schiff führen. Ja, die Torps. Da hat er kurz mal geschaut, woher die denn kommen oder was da passieren kann, aber das war alles halb so wild.
Langsam also sicher schickt er sich an, die 200.000 Damage zu knacken. Aber jetzt erstmal wird der große Friedrich geknackt. Und da ist es auch schon passiert. Jetzt die Alabama. Und da natürlich wieder mit HE. So, jetzt ist er offen. Sehr nah. Die Musashi, mal schauen, ob hier Schüsse rauskommen. Aber aktuell schaut es gut aus. Jetzt denkt er sich, gut, dann baller ich halt weiter. Weil ich will meine 200.000 Damage hier auch knacken. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Oh, oh, Shima, ganz low. Da muss er jetzt ein bisschen was treffen. Und jetzt nicht mehr viel. Jo, sehr gut. Da hat er nur noch abstauben müssen für seinen dritten Kill. Aber auch die muss man ja machen. Einfach wahnsinnig unangenehm, sobald die Khabarovs auf einem drauf ist. Merkt die Musashi jetzt auch, ist mittlerweile sein 20. Brandherd, den er anzettelt. Und jetzt steht die Musashi da lichterloh in Flammen. Wurde jetzt da gelöscht. Nur wenn er jetzt nochmal einen Brand hinbekommt, dann hat die Musashi ein richtiges Problem, weil dann gibt es keinen nochmal hier entspannt löschen, sondern jetzt heißt es damit leben. Und genau das ist der Fall. Knapp über 1000 Damage bekommt er für jeden Tick mittlerweile. Gut geschrieben. Jetzt dauert es nicht mehr lang, dann wird es Zeit für die Musashi auf den Grund der Weltmeere zu gehen. Das Feuer macht erbarmungslos seine Arbeit. 3300 noch, jetzt versucht er dagegen zu heilen. Und das geht auch einigermaßen gut, er kriegt wieder ein bisschen mehr HP zurück. Er selber hat schon 268.000. Nebelwerfer gestartet. Jetzt ist er offen. Man sieht, die Musashi steht langsam aber sicher wieder gut im Saft. Dicke Heads gehen da jetzt raus. Er hat sich jetzt mal in den Nebel gestellt. Hat es auch nochmal angezündet. Und jetzt muss eigentlich nur noch ein Torpedo treffen.
4000 HP noch. Ja, und auch das Feuer, das geht mal richtig steil. Das ist jetzt kein Problem, dass der Torpedo nicht trifft, denn er macht es einfach so klar. Gar kein Problem. Netter Nebeneffekt, vielleicht holt er sich jetzt auch hier den Cap wieder zurück. Und jetzt ist die Runde auf einmal ganz anders, denn jetzt ist er und sein Team am Drücker. Man sieht zwar, der Gegner bräuchte nur noch 80 Tickets, aber sie holen sich sowohl den A-Cap als auch den D-Cap. Und damit tickt hier nicht viel, denn sozusagen zwei Aktivposten sind hier gerade neutralisiert und nur der B-Cap bringt ihm ein paar Tickets ein. Noch 5 Sekunden, dann hat er den A-Cap und dann schaut das Ganze schon anders aus. Natürlich sollte jetzt aber auch kein Schiff mehr zerstört werden, weil nur noch da durchgehen jetzt die Tickets zurück und er sollte sich jetzt hier auch nicht holen lassen. Alabama hat schon gar nicht schlecht getroffen. Nochmal, jetzt hat er lediglich 1400 Hitpoints nur noch. Nochmal so ein Ding und das war's. Also jetzt ist es Vollgas-Risiko, was er da jetzt treibt. Da scheißt er sich nichts. Da fahrt er rein. Und die Salve kommt jetzt. Aber die war Gott sei Dank daneben, die nächste Salve. Auch die daneben. Sehr schön, sehr wichtig. Ja, langsam aber sicher verabschiede ich mich, weil es geht dem Ende entgegen. Und ob es er schafft oder ob er zerstört wird, das seht ihr jetzt in diesem epischen Finale. Ich wünsche euch viel Spaß. Halt ihr die Fresse und sagt... Bis zum nächsten Mal, euer Aikaramba. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt.